mein Name ist Kerstin Wende-Stief. Aufgrund der Kürze stelle ich mich gerade selbst vor. Ich bin Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Social Responsibility, Business Modeling und Intrapreneurship. Des Weiteren bin ich Partner und Gesellschafter einer Aktiengesellschaft in Deutschland, die sich mit Open-Source-Lösungen beschäftigt. Wir sind exklusiver Technologiepartner für DAFCOD in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin Business-Developer für verschiedene Unternehmen in Deutschland, bin außerdem Ambassador der Deutschen Wolke. Das ist eine Arbeitsgruppe der Open Source Business Alliance. Das werde ich gleich noch ein bisschen besser vorstellen. Und ich bin auch noch im Vorstand der German Unix User Group. Und das wäre auch ein Appell von unserer Seite, vielleicht mal ein bisschen was mit der CH Open gemeinsam zu machen, wenn da Interesse besteht. Also wir sind offen auch dafür, gerne mal Veranstaltungen gemeinsam zu bewerben oder gegenseitig zu bewerben. Da können wir uns im Nachgang vielleicht noch ein bisschen austauschen. Genau, ja, die Open Source Business Alliance. Gegründet wurde die Open Source Business Alliance 2005. Die ging hervor aus zwei Vorgängerverbänden, dem LISOC und dem LIVE. Das Ziel der Open Source Business Alliance ist, Open Source Themen, Open Source Lösungen der deutschen Wirtschaft und den deutschen Behörden näher zu bringen, dort auch umzusetzen. Und das wird über Arbeitsgruppen realisiert. Eine dieser Arbeitsgruppen ist die Deutsche Wolke, die ich Ihnen heute auch ein bisschen näher vorstellen möchte. Genau, inspiriert wurde die Deutsche Wolke durch Statements von René Obermann, Chairman der Deutschen Telekom, und auch dem Professor Dr. August Wilhelm Scheer, der zum Teil im Vorstand des Bitkom auch mitgewirkt hat, wo gefordert wurde, dass auch in der Wirtschaft und in den Behörden in Deutschland mehr Open-Source-Lösungen eingesetzt werden, einfach um den vorhin schon erwähnten Vendor-Login zu minimalisieren und halt auch eine gewisse Abhängigkeit zu vermeiden. Das Arbeitsprogramm, ich lese jetzt nicht alles vor, aber zwei Sachen sind heute auch schon genannt worden. Das ist einmal die Umsetzung der Open Cloud Principles und natürlich weg von CAPEX hin zu OPEX-Preismodellen, was dann auch wieder genau das, was Sie schon erfahren haben, in der Total Cost of Ownership eine Rolle spielt. Zum Aufbau eines Channels für Reseller komme ich ganz zum Schluss noch, weil das sind auch Modelle, die man vielleicht hier in der Schweiz umsetzen kann, weil das, was wir in Deutschland umgesetzt haben, das funktioniert genauso in anderen Ländern. Wir arbeiten bereits auch an einer Arabian Cloud, es wird eine Austrian Cloud geben, und wenn ich mir den Vortrag von Netcetera so angehört habe, haben sie schon sehr viel von dem umgesetzt, was wir auch machen. Vielleicht wäre das auch der Schritt, dann in Richtung Wirtschaft gemeinsam da das Modell für die Schweiz zu applizieren. Partner hätten wir für neue Software, das sehen wir dann gleich noch. Genau, wir sagen immer, wir sind 700% deutsch. Und das sind natürlich all die Themen, die auch schon angesprochen wurden. Uns ist wichtig, dass unsere Rechenzentren in Deutschland stehen und damit auch deutschem Recht unterliegen. Das ist vor allem für den Datenschutz wichtig, das ist wichtig für unsere Behördenkunden. Ich selbst habe ungefähr 20 Jahre Erfahrung in der IT mit dem Schwerpunkt Telekommunikation und Security, Telekommunikation Carrier Services und Security Hochsicherheit. Ich arbeite sehr behörden- und militärnah in meinen Aufträgen. Ja, Open Standards, Open Source basierte Software, das muss ich glaube ich nicht extra erwähnen, deswegen sind wir heute alle hier. Und unsere Firmen sind in der Regel deutsche Firmen, auch wenn die Lösungen manchmal im Ausland entwickelt werden. Wir garantieren damit auch eine gewisse Herstellerunabhängigkeit, aber auch mit lokalen Ansprechpartnern. Die Mitglieder der Open Source Business Alliance rekrutieren sich auch aus diesem Bereich. Da sind Hersteller dabei, auf der einen Seite Entwickler, auf der anderen Seite natürlich auch Unternehmen und Behörden, die dann wiederum die Abnehmer unserer Lösungen sind. Genau. So. Jetzt weiter. Genau. Made in Germany, das ist, glaube ich, etwas, was für sich selber steht, was auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beigetragen wird. Und das sind natürlich auch Werte, die wir versuchen, in unseren Lösungen umzusetzen, auf die wir auch stolz sind. Das äußert sich darin, auf die Rechenzentren möchte ich ein bisschen eingehen. Wir suchen uns hochwertige Hosting-Partner. Das sind zum Teil wirklich zertifizierte Rechenzentren nach ISO-Normen. Das sind aber auch vom BSI für spezielle Einsatzumgebungen
Umgebungen zugelassener Rechenzentren. Das ist für das Behördenumfeld sehr wichtig. Diese Rechenzentren unterliegen speziellen Sicherheitsmaßnahmen. Die sind untergebracht zum Beispiel in alten Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg. Also da kann man Bomben draufschmeißen, die halten das aus. Ja, und Service Level Agreements, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Globale Services mit lokalen Ansprechpartnern. Wir wollen eine geschlossene Supportkette anbieten und wir wollen aber auch wirklich face-to-face dedizierte Ansprechpartner für unsere Kunden auf der einen, aber auch für die Hersteller auf der anderen Seite sein. Das sind unsere Partner und das wäre vielleicht auch etwas eine Folie, die für eine Zetterer interessant sein könnte. Ein paar von denen, die dort mitspielen, auch für das, ja, möglicherweise für ein Schweizer Modell zu übernehmen. Wir haben, sehen das nachher noch, wenn ich den Cloud-Stack vorstelle, wie sich die einzelnen Partner dort einfügen. Aber das ist wirklich alles dabei, vom Dienstleister über Entwicklungsunternehmen, die Tarent zum Beispiel, hin zu Betriebssystemanbietern, Hardwareanbietern, Rechenzentrumsanbietern, Systemintegratoren und natürlich auch Softwarelösungen wie Helium 5, ein ERP-System, was vor allem sich einen Namen gemacht hat durch die Integration der Gemeinwohlbilanz. Komme aus Österreich, gut, da kommt auch die Gemeinwohlbilanz her. Wir haben dabei eine Agorum, eine Projectile, Dokumentenmanagement, Projektmanagement, also wirklich ganz, ganz viel. Aktuell verhandeln wir auch noch mit der Open Document Foundation, um LibreOffice mit einzubeziehen. Das wird allerdings noch ein paar Jahre dauern, die sind noch nicht so weit. Ja, Open Source und Cloud Computing, die Vorteile, denke ich, liegen auf der Hand. Es ist zum einen die Konzentration auf das Kerngeschäft für den Anwender und es ist natürlich auch die Flexibilität auf der anderen Seite. Pay on Demand ist ein großes Stichwort. Ich zahle halt wirklich nur für die Leistung, die ich auch abnehme, was dann wiederum ein Outsourcing ganzer Arbeitsplätze interessant macht. Da sehen wir auch gleich noch ein paar Beispiele zu dem Thema, wo das ein bisschen mehr hervorgeht. Ja, aus Anbietersicht natürlich auch der OPEX-Gedanke hier wieder im Vordergrund. So sieht es ungefähr aus momentan. Das sind Partner, die dort mitspielen. Das ist die Topologie. Momentan noch sehr zentriert auf den süddeutschen Raum. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Open Source Business Alliance ihren Sitz in Stuttgart hat und alle Mitwirkenden natürlich auch erstmal aus dem süddeutschen Raum dort akquiriert werden. Ich selber komme aus Bayern, lebe kurz vor der österreichischen Grenze. Ja, und das ist Comeback, ist zum Beispiel ein Rechenzentrum, was auch zugelassen ist vom BSI für Behörden- und militärnahe Anwendungen. In Frankfurt haben wir die Datenwerk. Fujitsu ist einer unserer großen Partner, die zumindest den Software-Part übernehmen. Den Rest machen die mit eigenen Rechenzentren und Hardware. Norris Network in Nürnberg könnte man noch kennen. Genau. So, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen in das Ganze, sieht es so aus, dass wir auf der einen Seite die Schnittstellen haben für die Entwickler und für die Hersteller. Die sind entweder, je nachdem wie die einzelnen Applikationen das anbieten, sind die GUI oder Command Line Interface basiert. Dann haben wir die Plattform as a Service mit den unterschiedlichsten Anbietern und auf der anderen Seite, auf der Anwenderseite, entsprechende Clients, mit denen der Zugriff erfolgt. Das kann vom Zero bis zum Rich Client alles sein. Das sehen wir in der anderen Folie noch ein bisschen detaillierter. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal den Cloud-Stack, wie wir ihn umgesetzt haben, auch mit den Partnern. Hier sieht man sehr schön, wie die sich integrieren in das Ganze. Wir haben halt ganz unten die Hardware, die kommt von Boston. Boston ist Solution Factory des Supermicro und damit auch relativ offen, weil die halt auf standardisierten Hardwaren aufsetzen. Das heißt, auch da sind sie unabhängig vom Partner. Wenn sie mit einem nicht mehr zufrieden sind, kaufen sie beim nächsten, können auch Standardmodule dort integrieren. Storage, die nächste Ebene, unsere Betriebssystempartner ist vor allem Red Hat an der Stelle, mit denen machen wir sehr, sehr viel, aber auch für Collaboration-fähige Univention, auch das ist ein starker Partner bei uns, dann halt die Middleware mit den entsprechenden Services, die zur Verfügung gestellt werden und obendran dann die einzelnen Applikationen. Was der Anwender abnimmt, ist genauso modular aufgebaut, wie Sie es hier sehen. Also der zieht sich genau die Services raus und die Rechenleistung, die er braucht für seinen speziellen Anforderungsfall. Genau, Zugriff dann auch wieder oben, wie man sieht, über Thin, Zero, Rich, Clients oder auch über Webportale.
Genau, hier sieht man mal ein Beispiel von der Schwäbisch Hall, ist einer unserer Referenzkunden. Die nutzen zum Beispiel die Dienste als Archive as a Service. Auch das ist möglich, dass man einfach das für Backup-Zwecke, für Archivierungszwecke benutzt. Andere nutzen es nur für Projekt- oder CRM-Dienste. Und so sieht das dann einmal aus. Ein zweiter Anwendungsfall ist GrauData. GrauData, sage ich immer, ist die deutsche Dropbox. Was die anbieten, sind tatsächlich, ich glaube, hier ist es vorhin Secure Safe genannt worden, ein ähnlicher Dienst. Und hier sieht man auch sehr, sehr schön, wie die ganze Architektur aufgebaut ist und wie man damit auch das Consumerization-Thema in den Griff bekommen kann. Als Anwender greife ich mit, egal was für einem Device, zu. Die Daten befinden sich ausschließlich im Backend. Die werden in den Datenbanken auf den Serverplätzen abgelegt. Und damit habe ich auch diese ganze Bring-Your-Own-Device-Diskussion völlig ad acta gelegt, weil auf den Geräten oben werden überhaupt gar keine Daten mehr gespeichert. Ich muss mir also gar keine Gedanken machen, womit die ins Netz kommen. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Kommunikation abgesichert wird. Und das, finde ich, ist einer der für mich stärksten Ansätze, Cloud-Dienste zu nutzen, einfach aus Security-Sicht, den Mitarbeitern oder Anwendern da möglichst flexible und globale Arbeitsplatzmodelle zu bieten. Und da geht der Weg halt auch hin. Ja, von der Sales-Seite sieht es so aus, wir haben verschiedene Modelle auch dort. Je nachdem, von welcher Schicht, aus welcher Ebene der Partner kommt, angefangen von den Herstellern bis hin wirklich zu Resellern, zu Systemintegratoren, die an diesem Modell beteiligt werden. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Von unserer Seite ist es so gedacht, dass wir auf der einen Seite die Hersteller und Entwickler haben, Diensteanbieter, in der Mitte sitzt ein Cloud Broker und der wiederum arbeitet an der Front entweder direkt mit den Endkunden zusammen oder aber auch mit Channel-Partnern, Resellern. Und dieser Broker ist im Prinzip das, was der OpenStack in der Architektur auf der Hardware-Seite abbildet. Er ist die Schnittstelle und damit haben wir auch geregelt, dass für den Kunden oder für den Anwender auch wieder ein einzelner Ansprechpartner da ist. Also der muss nicht mit 5 verschiedenen Herstellern dealen, sondern er hat genau eine Stelle, die er, ich sag mal, so schön in den Arsch treten kann, wenn was nicht funktioniert. Und natürlich aber auch Belobigungen aussprechen. Genau. Ja, nächste Schritte. Was ist geplant in der Arbeitsgruppe? Wir haben noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Natürlich Integration weiterer Services. In Österreich arbeiten wir gerade daran, mit Orange zusammen, virtuelle Desktops direkt in Appliances, also in dem Fall in Smartphones, mit einzubauen. Das ist eine große Baustelle. Gerade schon erwähnt auch Dokumenten, LibreOffice mit einzubauen. Auch da liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Natürlich Anpassung der Schnittstellen, weitere Partner mit reinnehmen, die Applikation selber verbessern, die Abrechnungsmodelle noch verbessern und natürlich auch standortübergreifendes Identitätsmanagement, auch da, dass die Zugriffe, die Authentifizierung sicherer erfolgen. Wir arbeiten da momentan mit Token-Services. Natürlich ist da das Ziel, möglichst auch an der Stelle Single Sign-On für den Anwender zu bieten, dass der sich nicht für jede Anwendung extra authentifizieren muss, sondern der meldet sich einmal an und hat dann den kompletten Zugriff auf seine Infrastruktur oder Plattform, die er angemietet hat. Da arbeiten wir, wie gesagt, gerade dran. Und der Aufbau des Visa-Channels, da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang, auch in Deutschland. Ja, was sind unsere Visionen? Im Prinzip ist es, die Komplettlösungen für die regionale Wirtschaft anzubieten, wobei sich auch bei uns eine Mercedes-Benz als Mittelständler versteht. Also insofern, wir reden nicht nur KMU, sondern auch tatsächlich Large Enterprises an. Wir wollen alternative Zahlungsmethoden integrieren. Ich weiß nicht, ob das hier in der Schweiz ein Thema ist. Also wir haben FidorPay, das ist eine Bank, die ausschließlich virtuelle Transaktionen, zum Beispiel Überweisungen per SMS oder per Facebook-Nachricht vornimmt. Tauschgeschäfte, Barterings sind eine Möglichkeit, die man dort mit integrieren kann. Natürlich ganz, ganz groß Gemeinwohlökonomie steht im Vordergrund. Crowdfunding, Sourcing neuer Features, das sind Sachen, die wir auch an die Community appellieren, nämlich dass wir weg von einem reinen Investor- oder Sponsor-getriebenen Modell eine Community aufbauen, die sich selbst auch treibt und entwickelt.
Und ja, daraus entsteht natürlich dann auch das Anwenderhilfen-Anwender-Konzept, nämlich genau solche Plattformen zu schaffen, wo man sich dann auch austauschen kann und entsprechende Erfahrungen austauschen. Genau, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, ich muss leider heute Mittag schon relativ früh zum Zug. Das war das Opfer, was ich bringen musste, dass ich heute hier sein durfte. Sie können mich aber gerne auch offline ansprechen. Man findet mich in allen sozialen Medien unter meinem Namen, ansonsten auch gerne per E-Mail, per Handy. Ich habe Flyerkarten dabei, kann ich nachher auch gerne auslegen und verteilen. Oder den Tom Uhl ansprechen, also der ist auch immer erreichbar. Facebook-Chat ist das, was bei ihm am meisten funktioniert, wenn Sie ihn da kontaktieren. Er ist mehr so der technische Part, ich mehr der kaufmännische Part. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Mende. Haben Sie Zeit für ein, zwei Fragen oder müssen Sie gleich gehen? Nee, mein Zug, der geht 13:42, also ich kann auch in der Pause, bin ich dann auch noch da. Aha, keine okay. Sorge. Dann können wir gerne noch zwei, drei Fragen an Sie stellen. Gerne. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ah. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was Sie auf der Infrastructure as a Service Layer Ebene einsetzen in deutschen Cloud. Das sind zum einen Rechenzentrumsbetreiber und kleinere Provider, die lokal agieren in Deutschland, wie zum Beispiel gezeigt, Norris Networks ist einer dieser Partner, Comback in Stuttgart ist einer dieser Partner auf Rechenzentrumsseite. Dann haben wir... Die Technologien, wissen Sie, was die für Technologien einsetzen? Oder? Was verstehen Sie unter Technologien? Ist das etwas wie OpenStack? Oder? Ja, das ist alles OpenStack-basiert, ja. Alles OpenStack-basiert. Mhm. Okay, danke. Okay. Herr Müller? Ja. Eine Frage wäre für mich noch. Wie haben Sie das organisatorisch? Also haben Sie jetzt eine übergeordnete Firma oder wie habt ihr das gemacht? Also wer hält die verschiedenen zusammen? Das sind im Prinzip freiberufliches oder eigentlich ein sehr freies Engagement. Der Dachorganisation ist die Open Source Business Alliance, tatsächlich als Verband. Und da haben sich Freiwillige gefunden, die dieses Thema vorantreiben. Das ist zum einen der Tom Uhl, das ist der Georg Klauser von Boston. Das bin ich als Ambassador, der mehr so die vertrieblichen und Produktmarketing- und Produktmanagement-Themen steuert. Der Tom steuert die gesamte Technik und der Georg ist so ein bisschen der Organisator, wenn man so will, der CEO von dem Ganzen, wenn man es auf eine Firmenstruktur überträgt. Wir sind ganz, ganz stark angewiesen auf die Mithilfe der Partner an der Stelle, die sehr engagiert sind, weil sie darin auch ihr Businessmodell der Zukunft sehen natürlich. Also die engagieren sich da jetzt, die investieren da auch rein, um in der Zukunft damit ihr Geld natürlich auch zu verdienen. Es ist ganz klar auch ein Businessmodell, was dahinter steht. Das finde ich spannend. Dankeschön.